Willkommen zu einem neuen TagView-Vlog und diesmal geht es um was ganz, ganz Spezielles. Ihr habt es im Titel ja wahrscheinlich schon gelesen, ein Designfehler mit dem Sony Xperia 1, was ich gemerkt habe. Hier habe ich das Sony Xperia 1, ihr seht das Always-On-Display und sogar das normale Display hat sich jetzt eingeschaltet. Ein Designfehler, was ich gemerkt habe, liegt ganz einfach, jetzt hat es wunderbar funktioniert, am seitlich angebrachten Fingerabdrucksensor. Ihr werdet es kaum glauben, aber Sony, die eigentlich dafür berühmt sind, das relativ gut zu machen, haben das in dem Fall tatsächlich verkackt. Und zwar richtig verkackt, wenn man das mal vergleicht mit dem Gerät, was sie vorher rausgebracht haben, nämlich dem Xperia 10 und 10 Plus, wo ja auch ein Fingerabdrucksensor an der Seite angebracht ist. Und der reagiert zwar etwas langsamer, oder die Display-Anzeit ist ein bisschen was länger, aber der Fingerabdrucksensor ist so 10.000 Mal besser. Das heißt, ich habe hier 10 Versuche und bei 10 Versuchen von 10 Versuchen entsperrt er mein Display. Egal, wie lange ich das Telefon jetzt hier in der Tasche rumliegen habe oder irgendwo an der Seite rumliegen habe oder mal einen Tag im Standby gelassen habe, hier beim Xperia 1 sieht das schon ganz anders aus. Da kann es mal vorkommen, jetzt klappt natürlich, das ist der sogenannte Vorführeffekt, aber da kann es tatsächlich mal vorkommen, dass das jetzt nicht erkannt wird, der Fingerabdrucksensor, und ich da mehrmals drauf tippen muss, damit mein Finger tatsächlich erkannt wird. Jetzt an der Stelle funktioniert es, aber es liegt auch daran, da ich auch ein paar Tipps gleich habe, um euch zu zeigen oder zu sagen, wie ihr den Fingerabdrucksensor optimieren könnt beim Xperia 1, weil ich schon bei anderen Kollegen auch gesehen habe, dass sie sich beschwert haben, gesagt haben, das ist ja im Grunde genommen fast kaputt, das funktioniert gar nicht, das ist super schlecht, und ein paar Tipps geben möchte. Zum einen muss man natürlich erstmal sagen, warum ist der so schlecht? Und da schauen wir uns mal die Fingerabdrucksensoren im Vergleich an, um dann mal zu sehen, wo das Problem jetzt tatsächlich liegt. Und jetzt, wenn nicht nur auf mein Gesicht scharf gestellt werden würde, ich versuche es jetzt so vor mein Gesicht zu halten, kann man, glaube ich, den Unterschied schon sehen. Wenn ich näher dran gehe, glaube ich, schafft der Fokus das nicht mehr scharf zu stellen. Die minimale Fokusdistanz von diesem Objektiv, ich habe jetzt ein anderes Objektiv drauf, deshalb ist es ein bisschen was größer, deshalb muss ich das hier ein bisschen was weiter weg von mir halten, aber dann sieht man das sicherlich auch. Also, man kann erkennen, oben das Xperia 1, unten das Xperia 10 Plus. Dieser Fingerabdrucksensor ist 10-mal größer als der andere. Es ist deutlich ein größerer Fingerabdrucksensor, wie man hier unschwer erkennen kann. Ist dieser Fingerabdrucksensor deutlich größer als der vom 1er. Und das hat halt eben den Vorteil, dass halt eben mehr vom Finger eingescannt werden kann, vom Daumen zum Beispiel. Und dadurch natürlich dann auch der Abdruck besser funktioniert. Das andere ist, ihr werdet sehen, die fast die gesamte Fläche des Smartphones, es ist immer schwer, so ein Smartphone im Fokus zu halten, fast die gesamte Fläche dieses Fingerabdrucksensors ist dieser Fläche hier, ist der Fingerabdrucksensor. Das ist komplett anders als beim Xperia 1, weil hier sehen wir, ist das erstmal ein viel dünnerer Streifen, den man da sehen kann, hier. Und dann, das macht halt schon erstmal das große Problem, dass dann natürlich viel weniger von eurem Daumenabdruck tatsächlich eingescannt werden kann. Er ist auch viel länger gezogen, das macht es natürlich auch noch ein bisschen schwieriger. Und anders als hier, wo wir quasi dadurch, dass er so dick ist, der Bereich oben und unten, im Grunde genommen nichts haben, was irgendwie im Weg ist. Und hier haben wir, also das ist nur ästhetisch so ein bisschen vom Rand, aber und hier haben wir halt eben das Problem, dadurch, dass das Teil so dünn ist hier, haben wir oben und unten halt eben noch das Gehäuse, was auch noch ein bisschen was, ja, den Finger wegdrückt im Grunde genommen und dadurch dann natürlich noch weniger Fläche schafft, um den Fingerabdruck einscannen zu können. Das ist halt eben das große Problem. Jetzt habe ich hier noch ein Case drum. Das macht das Ganze natürlich auch noch nicht leichter. Und wenn ihr da, je nachdem, was für ein Case hier drauf habt, macht, wird das Ganze natürlich ein bisschen was schwieriger auch, weil dann euer Finger weiter weg ist von dem Abdruck. Warum sich Sony für sowas entschieden hat? Also warum haben sie nicht einfach den hier genommen, diesen Fingerabdruckscanner, und vielleicht Display On-Time ein bisschen schneller gemacht oder einfach hier einen schnelleren Abdruckscanner reingebaut? Es ist nicht so schwer, solche Fingerabdruckscanner zu bekommen. Huawei bzw. Honor hat das ja jetzt auch geschafft, einen Fingerabdruckscanner dran zu kommen, der wunderbar und schnell funktioniert. Also ich weiß nicht, was hier, der funktioniert in 10 von 10 Fällen. Der hier funktioniert in der Hälfte der Fälle. Also manchmal geht er überhaupt nicht.
wenn man den normalen einscannt. Das heißt, hier ganz normal beim Einrichten natürlich wird man gefragt, man muss den dran halten, den Finger, und dann mehrmals draufdrücken und mehrmals verändern und so weiter und so fort. So nach Anleitung, dann hat man halt eben hier immer 10 von 10 Entsperrungen, und hier kommt man vielleicht auf die Hälfte beim Xperia 1. Also das ist wirklich ein Designfehler, ein komplett katastrophaler Designfehler. Hier nochmal in die Kamera reingehalten und hoffentlich stellt die Kamera auch scharf. Ich kann sie mal nochmal meine Augen wegmachen und hoffen, dass sie scharf stellt. Also da sieht man auf jeden Fall nochmal ganz deutlich, dass es hier oben beim Xperia 10 Plus ein deutlich dickerer Fingerabdruckscanner, und der funktioniert dadurch deutlich besser. Und beim 1er ist es einfach ein Fail. Und die haben es jetzt beim 5er, glaube ich, genauso gemacht. Eventuell haben sie ein bisschen was breiter gemacht. Das kann sein, ich bin mir nicht sicher. Wäre interessant, wenn ihr schon ein Xperia 5 habt, könnt ihr mir das natürlich schreiben. Aber das ist ein Designfehler des 1ers. Wie kann man jetzt dieses Workaround da machen? Sony hat natürlich versucht, in Sachen Software da was zu optimieren, damit das besser funktioniert. Aber ist es halt ein Designfehler. Deshalb wird das immer Probleme machen. Deshalb ist halt eben softwaretechnisch sehr, sehr wichtig, falls ihr so einen Fingerabdruckscanner einrichten wollt, eben nicht der Anleitung zu folgen, einfach nur so drauf zu drücken und dann vielleicht links und rechts noch was zu bewegen, sondern tatsächlich, wenn ihr den Fingerabdruckscanner einrichtet, drückt nicht nur so drauf, jetzt funktioniert zum Beispiel nicht, drückt nicht nur so drauf, sondern dreht den Finger auch mal, den Daumen. So, dass ich dann quasi hier, wenn der Fingerabdruckscanner da ist, einfach mal hier so drauf patsche, dann so drauf patsche, also wirklich dreht den um 90 Grad und weiter um 360 Grad im Grunde genommen, einmal um das Gerät rum, falls ihr eure Fingerabdrücke dort reinpackt. Ich glaube, 10 werden benötigt, und dann habt ihr auch gerade durch das Drehen die Möglichkeit, dass da mehr von eurem Finger auch eingescannt wird dadurch. Und je nachdem, wie ihr es festhaltet, ist das natürlich auch eine Möglichkeit, das zu machen. Die andere Möglichkeit ist gerade, wenn ihr mit Zeigefinger und anderen Hand das Ganze machen wollt, hier also so entsperren wollt. Ihr seht, das funktioniert jetzt gar nicht. Jetzt hat es funktioniert. Also ich muss wirklich sehr genau drauf tippen. Ist natürlich dann auch, bewegt den Zeigefinger noch vorne nach hinten, um halt immer noch mehr von der Fläche einzutippen. Nicht einfach macht es natürlich die Software, die so ein bisschen immer rummeckert, wenn nur ein Teilabdruck erkannt wurde oder das nicht ganz so gemacht worden ist, wie man das gerne hätte. Was ich gemerkt habe, ist, dass tatsächlich die Technik mit dem Drehen dieses Fingers auf dieser Sensorfläche am besten funktioniert. Und eine andere Technik, ich weiß nicht, ob sie gut oder schlecht ist, was ich gemerkt habe, ist, wenn das mit dem Daumen nicht direkt, mit dem Schwer nicht direkt funktioniert, und das ist eine Technik, die eigentlich so nicht mehr sein sollte, ist nicht einfach nur drauf tippen, sondern wischt einfach von oben nach unten auf der Sensorfläche. Die ist groß genug, damit das so mit meinem Daumen zumindest geht. Da kann ich einfach, wenn ich hier, ich versuche es nochmal mit dem Finger und so, dass man es sehen kann. Wenn es also nicht geht mit dem Entsperren, wische ich einmal hin und zurück, und jetzt hat er es entsperrt, weil er meinen Abdruck erkannt hat. Das ist also vielleicht auch ein wichtiger Tipp. Das gleiche auch vielleicht hier mit dem mittleren Daumen. Jetzt hat es funktioniert. Also das hilft auf jeden Fall auch, um dieses Problem zu beseitigen. Zumindest so ein bisschen. Also das ist einer der größten Designfehler, die mir jetzt aufgefallen sind nach ein paar Tagen Testen oder ein paar Wochen eigentlich schon Testen vom Xperia 1. Und falls ihr noch irgendwelche Tipps habt, wie man den Fingerabdrucksensor irgendwie natürlich abseits von den normalen, wie haltet den sauber? Und zerkratzt den nicht oder pustet mal drauf, wenn da was dreckig ist. Oder wenn ihr den Finger irgendwie ganz trocken habt, dann einmal ein bisschen was anfeuchten mit der Atemluft, um dann zu entsperren. Habt ihr da noch irgendwelche Tipps und Tricks, wie man das Ganze machen kann? Oder seid ihr das Ganze jetzt leid und entsperrt das, indem ihr einfach den Power-Button drückt, nach oben swipet, euer PIN oder euer Suchmuster, euer Kennwortmuster eingibt, um dann das Ganze zu entsperren? Würde mich mehr interessieren. Alles unten in die Kommentare. Ansonsten liken, subscriben und bis zum nächsten Mal. Ciao.